Die Bertelsmann Stiftung. Think Tank, Agendasetter, Brückenbauer. Von Anfang an handelt die Stiftung aus der Überzeugung heraus, gesellschaftliche Verantwortung zu leben. Eine Stiftung, die soziale Herausforderungen analysiert, zukünftige Entwicklungen vorausdenkt und nachhaltige Lösungsansätze entwickelt. Eine Stiftung, die sich in einer sich ständig wandelnden Welt selbstständig verändert, um die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Gemeinnützig, unabhängig, transparent. Eine Stiftung, die von der Welt lernen will, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und für eine Gesellschaft eintritt, die allen die gleichen Chancen eröffnet. Eine Stiftung, die den Dialog mit der Öffentlichkeit und den Menschen sucht. Als ich 16 Jahre war, habe ich gesagt, ich wünsche mir zwei Sachen. Ich wünsche mir einmal eine Chance zu bekommen, etwas zu machen. Und zum Zweiten wünsche ich mir, dass ich diese Chance dann wahrnehmen kann im Sinne der Gemeinschaft. Reinhard Mohn bekommt seine Chance. 1947. Gütersloh ist zerstört, das Medienunternehmen Bertelsmann liegt in Trümmern. Die Familie und 150 Mitarbeiter stehen vor dem Nichts. Alle Hoffnungen liegen auf Reinhard Mohn. Mit nur 25 Jahren übernimmt er die Leitung und baut Bertelsmann wieder auf. Und als mich ein Fahrer unserer Firma abholte, sagte er, ist gut, dass du wieder da bist. Uns fehlt noch einer, der sagt, wo es lang geht. Mohn und seine Mitarbeiter. Gemeinsam schaffen sie das Unvorstellbare. In nur wenigen Jahren ist Bertelsmann wieder erfolgreich. Die Idee eines Buchclubs wird zum ersten großen Coup. Die Erschließung internationaler Märkte macht aus dem Familienbetrieb einen Global Player der Medienwelt, bei dem der Mensch stets im Mittelpunkt bleibt. Dezentrale Führung, Partizipation und Eigenverantwortung. Mohns Leitbild prägt die Unternehmenskultur. Ehefrau Liss ist als Beraterin bei vielen wichtigen Entscheidungen an der Seite ihres Mannes. Ihr gemeinsamer Grundsatz? Eigentum verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft zu stärken. Reinhard Mohns Überzeugung? Nicht der Staat und seine Institutionen sind dafür verantwortlich, die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Menschlichkeit mit Leben zu füllen, sondern jeder Einzelne. Und genau deswegen gründet er 1977 die Bertelsmann Stiftung. Das Ziel? Die Menschen ermutigen, sich für ihre Belange zu engagieren und eine Gesellschaft zu fördern, die allen Bürgern faire Chancen eröffnet. Die Methode? Gesellschaftliche Entwicklungen analysieren und Handlungsbedarf aufdecken. Trends der Zukunft vorausdenken, Kompetenzen vermitteln und Problemlösungen erarbeiten. Ganz Deutschland diskutiert über den Lernatlas der Bertelsmann Stiftung. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt jetzt... Immer mehr Unternehmer in Deutschland haben ausländische Wurzeln. Das Ergebnis ihrer Studie... Mehr in die Bildung von Zuwanderern zu investieren. Die gemeinnützige Stiftung versteht sich als Impulsgeber für Veränderungen in der Gesellschaft. Bundespräsident Johannes Rau würdigte die Stiftung als verlässlichen Partner der Politik. Jugendintegrationswettbewerb der Bertelsmann Stiftung. Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum Bertelsmann Forum 2006. Der Reinhard-Mohn-Preis der Bertelsmann Stiftung ist heute in Gütersloh an Klaus Schwab verliehen worden. Der Gemeinsinn ist in den letzten 20 Jahren stärker geworden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Dabei arbeitet die Stiftung umfangreich und vielfältig. Fragen verantwortungsvoller Führung in Wirtschaft und Politik sind ebenso Schwerpunkte wie medizinische Forschungsprojekte oder die Förderung kultureller Vielfalt. Programme für mehr Generationengerechtigkeit und junge Familien existieren neben Projekten für mehr Bürgerbeteiligung.
Aktuell stehen Initiativen zu Migrationspolitik und Bildung, zur Zukunft der Demokratie und der europäischen Integration im Fokus. Mit dem International Bertelsmann Forum und den Salzburger Trilogen begegnet die Stiftung den Herausforderungen der Globalisierung und analysiert in Studien weltwirtschaftliche Herausforderungen. Sie treibt die internationale Vernetzung mit anderen Institutionen voran und internationalisiert sich mit der Gründung der Fundación Bertelsmann in Barcelona, dem Brüsseler Büro und der Bertelsmann Foundation of North America. Seit 40 Jahren versteht es die Bertelsmann Stiftung, erfolgreich und nachhaltig globale Netzwerke zu knüpfen, internationale Entscheidungsträger zusammenzubringen und den weltweiten Dialog zu fördern. Seit 2011 werden renommierte Persönlichkeiten mit dem Reinhard-Mohn-Preis ausgezeichnet. Menschen, die sich um wegweisende Lösungen für gesellschaftliche und politische Herausforderungen verdient gemacht haben. Wie sieht die Welt in Zukunft aus? Welchen Herausforderungen begegnen wir? Wie kann visionäre Kraft unser aller Leben verbessern? 40 Jahre Bertelsmann Stiftung heißt 40 Jahre gesellschaftliches Engagement. 380 Mitarbeiter weltweit beweisen jeden Tag in aktuell rund 60 Projekten, was es heißt, Verantwortung zu leben und Antworten zu finden auf die wichtigen Fragen unserer Zeit. Dabei wird die fortschreitende Digitalisierung zu einem immer bedeutsameren Schwerpunkt der Stiftungsarbeit. Wie kann Digitalisierung als Chance begriffen werden? Wie kann sie helfen, Grenzen zu überwinden und mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen? Fortschritt verlangt Innovation und das Aufspüren neuer Wege. Genau diesem Fortschritt ist die Bertelsmann Stiftung verpflichtet. Und wird weiter Menschen bewegen und die Zukunft gestalten. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bertelsmann Stiftung heißt Sie herzlich willkommen zum Festakt anlässlich Ihres 40-jährigen Jubiläums. Am heutigen Tag wollen wir nicht nur zurückblicken auf das, was war, sondern vor allem einen Blick nach vorne werfen. Wie sieht die Welt in Zukunft aus? Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Welchen Herausforderungen begegnen wir? Und welche Rolle nimmt die Bertelsmann Stiftung zukünftig ein? Einen Aufbruch in die Zukunft wagen wir auch auf künstlerischer Ebene. Freuen Sie sich auf eine einzigartige Ballettinszenierung des Choreografen und Kammertänzers Flavio Salamanca. Bitte begrüßen Sie nun die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, Frau Liz Mohn. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, sehr geehrter Herr Bundespräsident Wulff, liebe Brigitte, lieber Chris, lieber Art, liebe Vorstandsmitglieder, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Gäste und ich muss sagen, ganz viele Freunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Festakt, 40 Jahre Bertelsmann Stiftung. Heute ist für mich ein besonderer Tag. Eigentum verpflichtet, heißt es in unserem Grundgesetz. Diese Forderung ist aktueller denn je. In der heutigen Zeit, in der unsere Gesellschaft komplexer wird, müssen alle, und ich betone alle, Verantwortung übernehmen, Verantwortung für die Gesellschaft. Dieses ethische Leitbild bestimmt das Wirken und Handeln der Familien Bertelsmann-Mohn bereits seit mehr als 180 Jahren.
1835 gründete Karl Bertelsmann hier in Gütersloh einen kleinen theologischen Verlag. Der Markt war die Kirche. Erst wurden Gebetbücher verlegt, später folgten Kinderbücher. Heute ist es die ganze Vielfalt der Weltliteratur mit 80 Nobelpreisträgern und dem größten Buchverlag der Welt, Penguin Random House. Unsere Familie hat schon früh Verantwortung für die Mitarbeiter und die Gesellschaft übernommen. Sie engagierte sich in kirchlichen und städtischen Gremien, zum Beispiel in Kindergärten und Schulen. Bereits im Jahr 1887 wurde die Invaliden- und Altersversorgungskasse für die Angestellten eingeführt. Der Verantwortung für die Gesellschaft war sich auch mein Mann sehr früh bewusst. Mit 16 Jahren hat er in einem Schulaufsatz einen ungewöhnlichen Wunsch beschrieben. Ich will mitarbeiten und mich bemühen, meine Pflicht zu tun in der Gemeinschaft, die mir Ziel und Richtung meiner Arbeit weisen wird. Sein Deutschlehrer hat den Aufsatz mit sehr gut bewertet und als außergewöhnlich für das Alter bezeichnet. Dieser Gedanke ist Beschreibung für sein späteres Wirken als Unternehmer und Stiftung. Mein Mann hat sich Zeit seines Lebens für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und die Gesellschaft eingesetzt. Mit 17 wurde er, wie viele junge Männer, in den Zweiten Weltkrieg eingezogen und hat dort Grausames erlebt. Dennoch sagte er später zu mir, im Krieg habe ich viel Führungserfahrung und Menschenkenntnis erworben. Diese Erfahrung hat ihm später sehr geholfen. Nach dem Krieg wurde er von einem Tag auf den anderen Unternehmer. Mit gerade einmal 24 Jahren ohne Studium oder unternehmerische Ausbildung hat der Bertelsmann mit den verbliebenen 150 Mitarbeitern wieder aufgebaut. 1954 wurde die Königsidee des Buchclubs geboren. Wenig später folgte der Schallplattenclub und das Unternehmen wuchs jährlich um 100%. Daraus resultierte die Delegation von Verantwortung, die wir bis heute in unserer Unternehmenskultur praktizieren. Mein Mann hat sich dabei immer gefragt, was braucht der Mensch? Die Antwort lautet, Menschen suchen nach Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Aber ganz genauso brauchen sie Freiheit für Kreativität und Sinnerfüllung. Das gilt heute mehr denn je. Das Streben des Einzelnen nach Selbstverwirklichung steht deshalb bis heute im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur mit ihren vier Grundwerten. Partnerschaft, Unternehmergeist, Kreativität und gesellschaftliche Verantwortung. Meine Damen und Herren, mein Mann hat verstanden, dass er der Gesellschaft viel zu verdanken hat. Er fasste deshalb den Entschluss, eine gemeinnützige operative Stiftung zu gründen. Von Anfang an ging es mit der Bertelsmann Stiftung darum, einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Gemeinwohl und Fortschritt zu leisten. Es ging darum, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Schon früh spielten die Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Gesundheit und Kultur eine zentrale Rolle. All dies sind Projekte, an denen wir heute in der Stiftung noch arbeiten. Als er die Stiftung vor 40 Jahren gründete und ihr später einen großen Teil der Bertelsmann-Teile überschrieben hat, war dies die größte Übertragung vom Vermögen zu Lebzeiten eines Unternehmens in Europa zu dieser Zeit. Das war für die Familie und für mich ein höchst emotionaler und auch bewegender Moment. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte die Gelegenheit nutzen und allen Mitarbeitern und Partnern für ihren täglichen Einsatz danken. Unser Blick richtet sich in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft verstärkt in die Welt. Ihre internationale Ausrichtung
prägt die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter. Ich sage immer, unser Schreibtisch ist heute die Welt. In einer Zeit, in der globale Herausforderungen nur durch gemeinsames Handeln gelöst werden können, ist dies eine wichtige Entwicklung. Unsere Welt ist im Umbruch. Wir leben in einer Zeitenwende. Die Globalisierung verändert unser Zusammenleben noch nie wie vorher in der Geschichte. Dadurch wird es wichtiger denn je, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Bei der Lösung von politischen Krisen und gesellschaftlichen Problemen kommt Stiftung zu einer bedeutenden Rolle. Wir wollen Orientierung geben, wo Orientierungslosigkeit herrscht. Wir wollen kulturelle und ethische Wurzeln erkennen und bewahren, wo Werte heute mehr und mehr verloren gehen und wo wir sie brauchen. Wir wollen Brücken der Verständigung bauen. Wir wollen von der Welt lernen. Wir wollen Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Wir wollen und werden auch künftig Menschen bewegen, Zukunft gestalten mit dem Verstand und mit dem Herzen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Bundespräsidenten AD, Herrn Joachim Gauck. Sehr geehrte Frau Mohn, sehr geehrter Herr de Reuss, meine sehr verehrten Damen und Herren, 40 Jahre, naja, das kann lang und das kann sehr kurz sein. Mancher ist mit 40 bereits in die Jahre gekommen und andere starten mit 40 erst richtig durch. Ihrer Dynamik nach zu urteilen, haben wir es bei der Bertelsmann Stiftung mit einem lebendigen, fleißigen, einem vielseitig interessierten und vielfältig agierenden Organismus zu tun. Es gibt Wochen, das haben wir eben auch im Film gesehen, da macht mich die Bertelsmann Stiftung fast jeden Tag ein wenig schlauer. Nach der verheißungsvollen Ankündigung, wie aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervorgeht, folgen dann in der Zeitung oder im Fernsehen oder Radio die neuesten Erkenntnisse darüber, etwa wie stark die Schulleistungen von den Bundesländern oder der sozialen Herkunft abhängen, was Jugendliche aus 6 mitteleuropäischen Ländern über Europa denken oder dass Japan in absoluten Zahlen der größte Globalisierungsgewinner ist, China hingegen im prozentualen Anstieg der Einkünfte. Ich lerne auch, dass deutsche Flüchtlinge nach wie vor willkommen heißen, solange es nicht zu viele werden. Selbst an meiner etwas zufälligen Auswahl aus der letzten Zeit ist erkennbar, es gibt nahezu keinen gesellschaftlichen Bereich, der von der Bertelsmann Stiftung nicht durchdrungen wäre. Angefangen von Staat und Verwaltung, über Politik und Wirtschaft, hin zur Bildung, Gesundheit, Kultur, im Inland, aber auch im Ausland. Die Stiftung will Einfluss nehmen auf Politik und Gesellschaft. Aus Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern lernen, auf Reformbedarf im eigenen Land verweisen und womöglich Neuerungen durchsetzen im Interesse einer besseren Zukunft. Dazu gibt sie Analysen heraus, führt Experten und Politiker zum Austausch und Disput zusammen und setzt eigene Akzente, wo es ihr notwendig und sinnvoll erscheint. Insgesamt eine Mischung aus Think Tank, Förderer und Gestalter. Seit der Gründung vor 40 Jahren wurden über 1,3 Milliarden Euro in gemeinnützige Initiativen investiert. Die Zahl der Mitarbeiter, wir hörten es, ist auf 380 gestiegen. In diesem Jahr soll der Gesamtaufwand auf 80 Millionen Euro gesteigert werden. Wenn mich nicht alles täuscht, eine Steigerung von beachtlichen 10% gegenüber dem Vorjahr. Das können Sie nachher korrigieren, Herr de Geus, wenn es nötig ist. Am 40. Jahrestag kann also das Fazit gar nicht anders aussehen.
Lob sei dem Firmenpatriarchen, der diese Entwicklung mit der Gründung der Bertelsmann Stiftung 1977 in Gang setzte. Lob sei seinen Nachfolgerinnen, Nachfolgern und allen Mitarbeitern, die dieser Erfolgsgeschichte Beständigkeit verleihen. Reinhard Mohn war zwar nicht der erste Firmenpatriarch, der im Nachkriegsdeutschland eine Stiftung gründete, aber es waren doch nur wenige, die damals die gesellschaftsfördernde Funktion moderner Stiftungen gezielt vorantrieben. Heute ist die Bertelsmann Stiftung eine Denkfabrik, die in Deutschland, aber auch in Europa zu den größten und einflussreichsten gemeinnützigen Stiftungen zählt. Ich persönlich bin dem Unternehmer und Stifter Reinhard Mohn nur zweimal kurz begegnet und habe ihn so in Erinnerung, wie ihn viele beschrieben haben. Bescheiden, zurückhaltend, ein gänzlich uneitler Mann, der so gar nicht wirkte wie der Leiter eines Weltkonzerns. Und doch war er ein Mann, der so viel bewegte wie nur wenige Firmenpatriarchen seiner Generation. Und er war ein Mann, der sich nach preußischer Tradition Geschäftssinn mit Frömmigkeit oder sagen wir es mal mit ethischen Normen zu verbinden wusste. Jene, die ihm näher standen, wussten, was sich hinter der äußerlichen Zurückhaltung verbarg. Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Ausdauer. Dazu ein geradezu unglaublicher Gestaltungswille. Legendär wurden seine ausgiebigen Spaziergänge. Allein mit sich und in Bewegung fand er Ruhe. Und die brauchte er, um über Lösungen für aktuelle Probleme nachzusinnen oder neue Wege gedanklich vorzubereiten. Dass sein Leben von der, Zitat, Verantwortung gegenüber dem Volk bestimmt sein sollte, das wusste Reinhard Mohn schon, wir hörten es eben, im Alter von 16 Jahren, kurz vor seinem Abitur. Er hat den Schulaufsatz aus dem Jahr 1937 in voller Länge in einem seiner Bücher veröffentlicht. Danach erscheint es nur folgerichtig, dass Reinhard Mohn in seinem Betrieb eine Unternehmenskultur einführte, die auf Partnerschaft und auf Teamgeist setzte. Und genauso folgerichtig, dass er neben dem Unternehmen eine Stiftung gründete, die er Anfang der 90er Jahre, wir hörten es, einen Großteil seiner Anteile am Konzern übertrug. Geld, so sagte er es, für mich ein Werkzeug, mehr nicht. Mein Weg zu helfen ist es, Lösungen für Probleme zu entwickeln. Mir scheint dies bis heute die treffendste Formulierung für den Geist der Stiftung. Sie soll Lösungen entwickeln. Allerdings, so zitierte ihn ein enger Mitarbeiter einmal, die Ziele dabei nicht nach der Realisierbarkeit bestimmen, sondern überzeugende Sollvorstellungen zu entwickeln. Das ist ein heikles Geschäft. Denn wir werden allzu oft nach dem gefragt, was uns jetzt, heute oder gleich morgen schon gelingen wird. Also solche Vorstellungen, an denen sich die Politik oder die Unternehmer oder die Gesellschaft dann einmal orientieren können. Das heißt nun nicht, dass Reinhard Mohn ein hoffnungsloser Idealist war. So kennen wir ihn nun gar nicht. Aber er war überzeugt, die Wirklichkeit nicht verändern zu können, wenn eine idealere Lösung nicht im Kopf ist. Auf diese Weise ist die Stiftung gewachsen. Sie hat sich neue Themenfelder und neue Kontinente erschlossen. Und Sie, sehr geehrte Frau Mohn, sind heute eine weltweit geachtete Aktivistin und Stifterin in ganz unterschiedlichen Bereichen. Bereits 1987 haben Sie sich in die Bertelsmann Stiftung auf eine sehr spezielle Weise eingebracht, als Sie den internationalen Gesangswettbewerb Neue Stimmen initiierten. Und den haben Sie auch all die Jahre mit großem Engagement geleitet. Wir beide sind uns bei ganz anderen Themenschwerpunkten verschiedentlich begegnet und das nicht nur im Schloss Bellevue, sondern auch weltweit auf ganz weit auseinanderliegenden Kontinenten. Ich bin sehr dankbar für diese Begegnungen. Heute sind Sie die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung
und wirken zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Arte Geuss und mit Brigitte Mohn und Jörg Dreger an der operativen Spitze der Stiftung, und sie tun das im Geiste ihres verstorbenen Mannes. Ihnen und dem Kuratorium einen herzlichen Dank und alle guten Wünsche für weiteres gutes Gelingen. Meine Damen und Herren, die Rede ist noch nicht zu Ende. Auf die Weise, die ich eben beschrieben habe, ist die Stiftung gewachsen. Sie hat sich neue Themenfelder erschlossen, das haben wir gehört. Und mir ist in meiner Zeit als Bundespräsident immer wieder das vielfältige Wirken der Stiftung in ihrer ganzen Bandbreite, von kleinen privaten Stiftungen bis zu den politischen Stiftungen, begegnet. Ich möchte einen Augenblick auch darüber, über den Stiftungsgedanken generell mit Ihnen nachdenken bei diesem festlichen Tage. Der Stiftungsgedanke war mir immer nahe, weil er auf der Stärkung der Zivilgesellschaft beruht. Aus der Gesellschaft heraus wachsen Kräfte, die ergänzen, wozu der Staat nicht fähig ist oder vielleicht auch gar nicht fähig sein soll. Sie alle hier im Saal haben wahrscheinlich viel hautnäher und öfter als ich erfahren, dass Stiftungen zudem oft schneller auf gesellschaftliche und politische Veränderungen reagieren können als staatliche Institutionen. Dass sie Neues wagen, wozu staatliche Akteure keinen Mut oder keine Mittel finden oder wo sie kein Risiko eingehen wollen oder dürfen. Häufig finden Stiftungen auch noch Geld für das, was nicht vorauszusehen war, aber doch unbedingt getan werden muss. Dazu dürften auch die Gelder gehören, die die Bertelsmann Stiftung in letzter Zeit für Studien über Migration und Integration von Flüchtlingen zur Verfügung stellte. Schließlich sind Stiftungen oft näher an den Bedürfnissen der Bürger, weil sie Bürger direkt repräsentieren. Ich will noch einen anderen Aspekt in diesem Zusammenhang erwähnen und denke auch an etwas, was wir leicht vergessen, vielleicht in Reinhard Monat hier in Gütersloh 1996 die erste Bürgerstiftung in Deutschland gegründet, nach amerikanischem Vorbild. Das ist ein Erfolgsmodell geworden, geschaffen von Bürgern, für Bürgern auf lokaler Ebene. Und inzwischen gibt es sage und schreibe in über 400 deutschen Städten und Landkreisen Nachahmer. Was für eine inspirierende Initialzündung. Meine Damen und Herren, ein Blick in die Geschichte lehrt uns, dass es schon immer wohltätige Menschen gab. Denn Wohltätigkeit ist von alters her eine Tugend. Sie galt und gilt eher den Menschen in Not, den Armen, den Kranken, den körperlich oder geistig Behinderten, den Flüchtlingen, den Obdachlosen. Vor dem Ersten Weltkrieg verwandten Stiftungen in Deutschland ihre Gelder zur Hälfte für kirchliche Zwecke, fast ein Drittel floss in die Wohlfahrt und der Rest in das Erziehungswesen. Je mehr die Mildtätigkeit von Einzelnen oder Organisationen allerdings durch staatliche Fürsorge ersetzt wurde, umso mehr verschoben sich dann Ziele und Inhalte der Stiftungen. Das Umdenken ging vor etwa 100 Jahren wesentlich von Andrew Carnegie aus, dem großen amerikanischen Philanthropen, der als Sohn eines schottischen Webers geboren wurde und in den USA zum reichsten Mann der Welt aufstieg. Nicht in der Barmherzigkeit sah Carnegie den Schlüssel für eine Verbesserung der Lage von Bedürftigen, sondern in der Hilfe zur Selbsthilfe für Fleißige und Ehrgeizige. Carnegie war der Erste, der in seinen gemeinnützigen Initiativen auf Bildung und Wissenschaft setzte, um die wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklung voranzutreiben. Heute machen soziale Aktivitäten nicht einmal mehr ein Drittel der deutschen Stiftungen aus. Stattdessen wird mehr in die Zukunft investiert. So ist Stiftungskapital auch Wagniskapital geworden, ein sich Vortasten auf unerprobtem Terrain. Denn wenn Stiftungen Reformen anstoßen, wenn sie die Politik beeinflussen und Zukunft mitgestalten wollen, dann brauchen sie auf der Suche nach neuen Ideen auch Leichtigkeit, mutige Offenheit und beflügelnde Ideen.
Ich denke, es ist höchste Zeit, Stiftungen noch mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Auch aus einem vielleicht speziell deutschen Grund. Vermögen erregt in Deutschland oft noch zu sehr Neid und Missgunst. Geld wird mehr mit Ausbeutung oder Laster als mit Tugend assoziiert. Über Vermögen wird daher eher geschwiegen, oft auch über Spenden, auch wenn sie für einen guten Zweck sind. In den USA, von denen wir ja nicht alles lernen wollen, aber doch manches lernen können, in den USA gehört es hingegen zum guten Ton, öffentlich und offensiv die eigene Wohltätigkeit ins Blickfeld zu rücken. Ich verweise nur auf die Initiative The Giving Pledge, 2010 von Bill Gates und Warren Buffett ins Leben gerufen. Sie verzeichnet inzwischen die Namen von knapp 160 Superreichen, die versprochen haben, den Großteil ihrer Vermögen für das Gemeinwohl zu spenden. Diese Philanthropenmilliardäre aus Nordamerika, Asien, Afrika und Europa dürften die wahren Nachkommen von Andrew Carnegie sein, von dem der inzwischen wohl berühmteste Satz überliefert ist: Wer reich stirbt, stirbt in Schande. Allerdings nicht von mir. Allerdings, und mit Freude habe ich es bemerkt, es tut sich viel, auch bei uns in Deutschland. Eine Studie des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen ergab im Jahr 2015, dass die Zahl der Neugründungen von Stiftungen in den letzten beiden Jahrzehnten stark gestiegen ist. So verzeichnet Deutschland heute mit etwa 22.000 Stiftungen mehr als doppelt so viele wie zur Zeit der Jahrhundertwende. Das ist schon eine erstaunliche und erfreuliche Entwicklung. Es gibt weitere überraschende Ergebnisse. Anders als früher stiften fast alle modernen Stifter schon zu Lebzeiten, auch viele mit weniger Geld. Anders als früher engagieren sich auch fast alle persönlich in ihrer Stiftung. Sie wollen selbst entscheiden, wie ihr Geld verwendet wird. Deutlich mehr Stifter als noch vor einem Jahrzehnt handeln aus Dankbarkeit und aus Verantwortungsbewusstsein. Sie möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben für das, was die Gesellschaft ihnen ermöglicht hat. Wir haben davon eben in berührender Weise etwas erlebt, wenn wir die Zeugnisse von Reinhard Mohn gehört haben. Und ja, diese Stifter, sie wollen etwas Bleibendes schaffen, das über ihr Leben hinausgeht, selbst wenn sie keine Kinder haben, was etwa bei der Hälfte der Stiftenden auch der Fall ist. Mich stimmt diese Entwicklung sehr optimistisch. Zeigt sie doch, dass die Diskussionen über bürgerschaftliches Engagement, über Zivilgesellschaft und in der Zivilgesellschaft Früchte getragen haben. Hedonismus, Gier und Konsumdenken müssen nicht notwendigerweise die Folgen einer kapitalistischen Wohlstandsgesellschaft sein. Unserer Gesellschaft wohnen Kräfte inne, die nicht primär nach Karriere, Reichtum und Macht streben. Wer stiftet, wird meist von Großzügigkeit geleitet, einer Freigebigkeit über das Materielle hinaus. Stifter wollen auch ihre Tatkraft und ihre Erfahrung einbringen. Großzügigkeit bildet übrigens auch eine Klammer zwischen denen, die über Vermögen in Geld verfügen, und denen, die etwas Vermögen ohne Kapital zu besitzen. So sind es viele, die zum Nutzen der Gesellschaft miteinander verbunden sind. Ich gehe auf diesen Gedanken etwas später nochmal ein. Allerdings sei an dieser Stelle daran erinnert, dass nicht nur Staat und Gesellschaft von Stiftungen profitieren, umgekehrt profitieren Stiftungen auch vom Staat. Ohne staatliche Strukturen auf nationaler und internationaler Ebene, ohne die Dauerhaftigkeit und Breite staatlichen Engagements, ohne staatliche Institutionen, die koordinieren und umsetzen, was Stiftungen einbringen, fehlte den Stiftungen oftmals der Transmissionsriemen hinein in die Gesellschaft. Letztlich ist die Politik auch diejenige Instanz, die darüber entscheidet, in welchem Rahmen und unter welchen Bedingungen Stiftungen ihre Arbeit entfalten können. Ein Austausch und ein Miteinander sind unverzichtbar. Und wir sehen in unterschiedlichen Teilen der Welt,
dass es Gesellschaften oder Regierende gibt, die die Wirkung von unabhängigen Stiftungen auch einschränken wollen oder gar unmöglich machen. Ich möchte an dieser Stelle mal aus meinem Manuskript heraus, und der Anlass dafür bietet sich in den Elementen Austausch und Miteinander, die ich angesprochen habe. Was mir an diesem Land, je älter ich geworden bin und je mehr andere Länder ich habe sehen dürfen, so in herausragender Weise aufgefallen ist, ist das Land, dass es ein Land der Aufeinanderbezogenen geworden ist. Daran haben viele Akteure mitgewirkt. Ich weiß auch nicht, ob wir ein so tragfähiges Gesellschaftsmodell, wie wir es mit unserer sozialen Marktwirtschaft, mit dem sozialen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland, wie es das Grundgesetz nennt, ob wir es ohne die Katastrophe unseres tiefen Falls so durchschlagend erfolgreich geschafft hätten, uns neu aufzustellen. Und in dieser Gesellschaft ist in auffälliger Weise ein Miteinander möglich, wo in anderen Staaten, auch in Europa, einfach nur Kampfflächen existieren. Etwa zwischen Unternehmen, die in altmodischer Weise die Unternehmensbilanz als einzigen Wert ihres Daseins ansehen, und dazugehörigen Gewerkschaften, die mit den Unternehmen und Unternehmern kämpfen, als wäre im marxistischen Klassenkampf das Heil der Welt beschrieben worden. All das gibt es doch noch. Aber in diesem Land ist eine soziale Marktwirtschaft gewachsen, die dem ganzen Land ein Signum der Solidarität gibt. Wenn einem andere Menschen etwas Gutes tun, wird es immer welche geben, die sagen, es wäre noch mehr Gutes möglich. Das ist auch ganz gut so, dadurch bleibt die Gesellschaft in Bewegung und das verteilt sich nach unterschiedlichen Gruppierungen und Parteien. Aber im Wirken einer Stiftung wie dieser, in der Gesinnung eines Mannes wie Reinhard Mohn, kommt dieses Prinzip der Bezogenheit zu einem ganz konkreten Ausdruck. In diesem Land ist es ja sogar möglich, dass Parteien miteinander koalieren, die in anderen Ländern getrennt sind und niemals zusammenkommen, weil sie dieses Prinzip der gemeinsamen Verantwortung einfach noch nicht erlernt haben. Das ist noch nicht in ihren Erfahrungshorizont hineingekommen. Und so sind diese Elemente von Austausch und Miteinander zu etwas geworden, das die Gesellschaft insgesamt verändert hat. Viele sehen nur die offene Gesellschaft mit ihren Möglichkeiten des Scheiterns. Ich sehe die Wirkungsmechanismen der unterschiedlichen Akteure als ein Element, das dieses Land ganz besonders stabil gemacht hat. Ich sehe ein Deutschland, das als letztes Land Europas die großen Ideen von Europa, von einem sich vereinigenden Europa oder von einer solidarischen Gesellschaft aufgeben wird. Wir werden es nicht tun, weil die Geschichte uns gelehrt hat, uns auf diesen Boden zu stellen und die solidarische Gemeinschaft miteinander zu gestalten. Und wenn wir von der Verantwortung eines Mannes hier sprechen oder einer Stiftung, fallen uns gleichzeitig die Namen all derer ein, die an ihrer Stelle Verantwortung übernehmen. Und es fällt uns ein ganz tragendes Element ein, denn Verantwortung, meine Damen und Herren, das ist die Freiheit der Erwachsenen. Und immer wenn wir diese Verantwortung nicht nur leben für unseren Klüngel, für unser Ich, für unser Unternehmen alleine, immer dann liegt Zukunft in der Luft. Und das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin und gehe jetzt auch wieder in mein Manuskript rein, sonst nimmt das hier nie ein Ende. Also ich muss auch noch ein bisschen über Streit sprechen, meine Damen und Herren. Natürlich gibt es auch manche am Rande und über Stiftungen Auseinandersetzungen, beliebter Gegenstand ideologischen Streits. Die Bertelsmann-Stiftung, glaube ich, weiß was davon. Ich will das nicht im Detail ausführen. Während die einen Stifter als vorbildlich und beispielhaft darstellen, so wie ich es gerade tue, unterstellen ihnen andere, ihren Reichtum nur durch Spenden legitimieren zu wollen und andere Ziele als das allgemeine Wohl zu verfolgen. Sagt ein Herr X, es geht Stiftern doch in erster Linie darum, Steuern zu sparen. Fast alle Stifter profitieren von der Steuerfreiheit. Dann antwortet ein Herr Y mit der Gegenfrage, darf, wer Gutes tut, nicht ökonomisch denken und rechtmäßige Möglichkeiten ausschöpfen?
sagt ein Herr X, dem Staat entgehen durch die Stiftungen Steuereinnahmen, die legitimer und gerechter durch die Allgemeinheit eingesetzt werden könnten, antwortet Herr Y mit der Gegenfrage, agieren Stifter nicht oft wesentlich effektiver als staatliche Strukturen? Bekannt ist auch das Argument, große Stiftungen stünden in zu großer Nähe zur Politik. Sie würden gesamtgesellschaftliche Lösungen durchsetzen, die in ihrem eigenen privatwirtschaftlichen Interesse seien. Jetzt kann ich mit der Gegenfrage antworten. Hat die Robert-Bosch-Stiftung, um mal eine andere Stiftung zu erwähnen, etwa die Politik genötigt, ihrem Weg der deutsch-polnischen Annäherung zu folgen, den sie bereits 1974 unter schwersten Bedingungen in der Zeit des Kalten Krieges begonnen hatte? Sie hat es eben getan. Oder hat die als konservativ geltende Bertelsmann-Stiftung, ich meine bei einigen als konservativ geltende Bertelsmann-Stiftung, den sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder einfach gekauft, damit er seine Arbeitsmarktreformen durchsetzt? Natürlich, meine Damen und Herren, spielen Netzwerke, Freundschaften und Bekanntschaften, natürlich spielt auch Lobbying eine Rolle. Natürlich werden Stiftungen sich für Lösungen stark machen, von denen sie überzeugt sind. Ja, wie denn anders? Auch überzeugt, dass sie und das Unternehmen zusammenpassen. Aber wer Stiftungen einfach zu Drahtziehern der Politik macht und die Politiker zu Marionetten von Stiftungen, der hat dies wohl aus ideologischen Gründen nötig. In meiner Zeit als Bundespräsident hat das Bundespräsidialamt jedenfalls mehrfach mit der Bertelsmann-Stiftung zusammengearbeitet, weil wir von der Sinnhaftigkeit und der Qualität der Projekte wirklich überzeugt waren. So nenne ich beispielsweise den Deutschen Zukunftspreis, der von Roman Herzog 2002 initiiert für herausgehobene Leistungen auf dem Gebiet der Technik und Innovation verliehen und auch von der Bertelsmann-Stiftung unterstützt wird. Ich nenne die 2014 von Bertelsmann organisierte Tagung über berufliche Bildung in Indien, wo ich mich für das duale Ausbildungssystem, einem, wie ich denke, deutschen Exportschlager stark gemacht habe. Und ich nenne die Tagung zu Übergangsgesellschaften 2015 in Tunis, wo ein Gedankenaustausch zu einem Thema stattfand, das mich als ehemaligen DDR-Staatsinsassen besonders interessiert hat. Wie kann Demokratie aus der Diktatur hervorgehen? Wie können Menschen Freiheit erlernen? Ich konnte von unseren Erfahrungen in Deutschland berichten, sah aber auch, wie ungleich schwieriger als in Deutschland die Stabilisierung von Demokratie in den ökonomisch noch schwachen und vom Islamismus bedrohten Maghreb-Staaten ist. Allerdings will ich nicht verhehlen, dass wir gut beraten sind, auch Probleme zu diskutieren, die etwa durch die große Anzahl der Stiftungen oder durch den großen Reichtum von Stiftern entstehen können. Wie lässt sich beispielsweise verhindern, dass, wenn viele Spender persönlichen Vorlieben folgen, es auf einigen Gebieten zu Mangel und auf anderen Gebieten sogar zu einem Überangebot kommen kann? Oder was ist zu tun, wenn die neuen Philanthropenmilliardäre in den USA nationalstaatliche oder internationale Institutionen in bestimmte Richtungen drängen, indem sie den Fluss von Geldern an ihre eigenen Projekte binden? Wenn also superreiche und nicht gewählte Politiker oder legitimierte Organisationen unter Umständen darüber entscheiden, welche Krankheiten oder Hungersnöte bekämpft werden und welche nicht. Man muss sprechen über diese Dinge. Wäre Reinhard Mohn noch unter uns, würde er jetzt erst einmal spazieren gehen. Stundenlang. Und er würde nachdenken. Ohne ideologische Scheuklappen auf der Suche nach dem, was sinnvoll und was praktikabel ist. Auch danach, wie das Stiftungswesen der Zukunft gestaltet werden kann. Stiftungen werden immer irgendwann ohne ihren Stifter auskommen müssen. Das ist der Lauf der Welt. Mit ihren 40 Jahren ist die Bertelsmann-Stiftung aber geprägt von einer sehr erwachsenen Tatkraft. Im Geiste ihres Gründers, Reinhard Mohn, aber ausgerichtet auf eine gewandelte und sich beständig wandelnde Welt, wird sie, davon bin ich überzeugt, weiter komplexe Analysen liefern, Denkanstöße wagen und Lösungsansätze anbieten.
Sie wird so einer Unkultur, des Verdrusses, der Versagensängste, der Furcht vor der Zukunft und der Furcht vor der Freiheit entgegenstehen. Sie wird weiter zusammen mit anderen Ermächtigten beständig das fördern, was dem Gemeinwohl am besten dient. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Thank you.
Herzlichen Glückwunsch der Bertelsmann Stiftung zum 40. Geburtstag. It is with great pleasure that I speak to you today to celebrate the 40th anniversary of the Bertelsmann Foundation. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste. Seit 40 Jahren ist die Bertelsmann Stiftung eine starke Stimme in den großen gesellschaftspolitischen Debatten. 40 Jahre Bertelsmann Stiftung, das ist eine besondere Erfolgsgeschichte. Begründet ist sie in dem unablässigen Denken und Handeln des Stifters. Ohne Visionäre und Philanthropen wie Reinhard Mohn einer war, wäre unsere Gesellschaft heute um einiges ärmer. Nicht lamentieren über das, was in unserem Lande unvollkommen ist, sondern anpacken und die Dinge besser machen. Darum ging es Reinhard Mohn, als er die Stiftung ins Leben gerufen hat. Diese Idee hatte in 4 Jahrzehnten nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Im Gegenteil. I've had the privilege of knowing the Bertelsmann Foundation from its very beginning. And any country and society has the challenge of at least 2 problems. One, to understand where it is, and secondly, to understand where it is going or should be going. The Bertelsmann Foundation, in my experience, has contributed to each of these questions and at every level. Die Bertelsmann Stiftung begleitet mich mittlerweile im 4. Ministerium. Und immer ist die Themenpalette breit, ob Demografie, Bildung, Frauen in Führung, da haben wir manchen gemeinsamen Strauß gefochten, oder Digitalisierung, das Megathema der Zukunft. Immer wieder ist die Stiftung ein kluger Diskussionspartner und Impulsgeber. Immer wieder ist der Austausch aber auch für mich ein ganz großer Gewinn. Die Geschichte von Bertelsmann und Mercedes-Benz begann jeweils mit einem Karl. Der eine präferierte Bücher, der andere Motoren. Was beide verbindet, ist der immense Erfolg ihrer Ideen. Over the last 40 years, the Bertelsmann Foundation has distinguished itself as an invaluable partner in all sorts of areas, ranging from freedom, education, democracy, you just name it. Auch im Bereich der vorbeugenden Politik hat die Bertelsmann Stiftung starke Impulse gesetzt. Für uns als Land ist und bleibt sie ein wichtiger Partner. Over the past 4 decades, guided by Reinhard Mohn's vision of learning from the world, the foundation has championed dialogue, freedom and humanity in Germany and around the world. Robert Schumann, einer der Gründerväter Europas, hat einmal gesagt, es gibt in der Politik 2 große Kräfte, die Dynamik der Angst und die Dynamik der Hoffnung. Und für diese Hoffnung steht die Bertelsmann Stiftung. Das hat Reinhard Mohn so gewollt, das war sein Auftrag, die wichtigen Dinge zu bewältigen und zu verbessern. Den Frieden, das sich kümmern um die Kinder, um die Schwächeren, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und diese Botschaft, die braucht die Gesellschaft von heute mehr denn je. Es geht um die Suche nach friedlichen Lösungen in der Welt, mehr Menschlichkeit, mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit und Menschen, die lernen, und führungsfähig sind, unternehmerisch in einem weiten Sinne. Die Bertelsmann Stiftung ist zu einem Inbegriff von bürgerschaftlichem Engagement geworden, und zwar längst über die Grenzen unseres Landes hinaus. It has worked with students. It has worked with younger academics. It has worked with well-known personalities. It has asked questions in these dialogues about immediate issues, but it has always kept its eye on the long range and encouraged its participants to raise the question of where we ohtto be going. The Mohns family has been dedicated to solidarity, freedom, and has been an inspiration for all of us. Das World Economic Forum und die Bertelsmann Stiftung haben ja vieles gemeinsam.
Wir sind beide zutiefst dem verantwortungsvollen Unternehmertum verpflichtet. Die Bertelsmann Stiftung hat hierbei sehr viel erreicht. Nicht nur in der Gestaltung des politischen Rahmens, sondern auch durch direkte Initiativen, die das Leben von vielen Menschen beeinflusst, positiv beeinflusst haben. I want to pay tribute to the Moon family and all the people who have worked so hard to make the Bertelsmann Foundation a success. Die Bertelsmann Stiftung trägt mit ihrer Arbeit entscheidend dazu bei, dass unsere Welt ein bisschen besser ist. Und das wiederum ist eine große Sache. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum 40. I'd like to express my gratitude to the foundation for the opportunities it gave me to participate in many dialogues and to wish it every success in its manifold activities. Ich möchte der Bertelsmann Stiftung ganz herzlich gratulieren und ich hoffe, dass diesen 40 erfolgreichen Jahren noch viele weitere folgen werden. Und ich schaue unserer Zusammenarbeit und Partnerschaft mit großer Freude entgegen. Today belongs to you. And I look forward to seeing all the good work the foundation will do tomorrow. Zu den ersten 40 Jahren dieser Initiative gratuliere ich herzlich. Für die nächsten 40 Jahre habe ich vor allem einen Wunsch. Weiter so. So, best of luck and all the best in what lies ahead for many years to come. Liebe Liz Moon, Ihr Engagement für eine moderne Gesellschaft tut diesem Land gut. Dafür danke ich Ihnen von Herzen und dafür haben Sie meinen ganz großen Respekt. Ich gratuliere Ihnen und Ihrer Stiftung für 40 erfolgreiche Jahre. Alles Gute und weiterhin das richtige Gespür für die Themen unserer Zeit. Gäbe es die Bertelsmann Stiftung nicht, wir müssten sie dringend erfinden. Begrüßen Sie bitte den Vorsitzenden des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, Herrn A. de Roos. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, sehr geehrter Herr Bundespräsident Wulff, sehr geehrte Frau Ministerin Kampmann, liebe Liz, liebe Brigitte, lieber Jörg, liebe Familie Mohn, liebe Mitglieder unseres Kuratoriums, lieber Herr Rabe, Exzellenzen, sehr verehrte Gäste und Freunde, allen herzlich willkommen. Und last but not least, liebe Kolleginnen und Kollegen, die in der Stiftung zuschauen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich hatte das Vergnügen, schon mehrere Reden von Ihnen zu hören. Es war wieder sehr inspirierend. Ich habe immer das Gefühl, wenn Sie reden, dass ich mit Ihnen in Dialog bin. Und ich wollte sagen, wir brauchen Ihre Stimme und Ihre Vision in Deutschland, weit darüber hinaus und heute hier in Gütersloh. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Welt wird immer undurchschaubarer. Die Welt ändert sich immer schneller.
Solche Aussagen höre ich immer wieder. Die Ängste und Stimmungen der Bürger sind für uns als Bertelsmann-Stiftung von großer Relevanz. Sie bestimmen unsere Arbeit. Wir greifen sie auf und finden Lösungen für die drängenden Herausforderungen der Zeit. Wie genau tun wir das? Wir haben für unsere Arbeit ein klares Wertegerüst. Reinhard Mohn erklärte, und ich zitiere, das Bedürfnis nach Werten ist den Menschen aller Kulturen angeboren. Der Ursprung dafür liegt in dem Wunsch nach einem grundlegenden moralischen Sinn unseres Tuns. Zitat Ende. Aus diesem Geist heraus gründete Reinhard Mohn die Bertelsmann Stiftung als einen Ort, an dem an den Besserung der Dinge gearbeitet wird. Aus seinem Erbe sind für uns als Stiftung drei Werte zentral. Freiheit, Solidarität und Menschlichkeit. Diese Werte sind übrigens auch Teil des europäischen Grundrechte-Charta. Heute aber sind diese Werte bedroht. Die politische Freiheit in Europa steht für die Zivilgesellschaft und für die Presse auf dem Spiel. Die Entwicklungen in Ungarn und Polen geben Anlass zur Sorge. Unser NATO-Partner Türkei entwickelt sich immer mehr zu einem autoritären Regime. Und auch unsere wirtschaftliche Freiheit ist in Gefahr. Der Ruf nach Handelshemmnissen wird lauter. Und die Verteidigerin westlicher Werte und der Freiheit, die USA, we will see. Dass auch der Wert der Solidarität unter Druck steht, zeigt uns Europa seit Beginn der Euro-Krise. Im Brexit hat sie seinen bisherigen Höhepunkt gefunden. Der Umgang Europas mit Flüchtlingen ist ebenfalls kein Ausweis großer Solidarität und Menschlichkeit. Diese bedroht vor allem auch der Populismus. Die Toleranz wird in Frage gestellt. Andersdenkenden werden ausgegrenzt. Woher sollen wir den Mut nehmen, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken? Woher die Kraft, Gegenwart und Zukunft zu gestalten? Erstens schöpfen wir sie aus unserem historischen Bewusstsein. Man make history and not the other way around, erklärte Harry Truman. Vielleicht erscheint das Vergangene manchmal in einem rosigen Licht. Die Fakten sprechen allerdings eine andere Sprache. In den 70ern stürzte die Welt in schwere Krisen. Wir hatten die Ölkrise. Die internationale Währungsordnung brach zusammen. Der eiserne Vorhang war zu. Und die RAF versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Ja, wie die Gegenwart, so war auch die Vergangenheit voller Krisen. Aber wir haben sie gemeistert, weil es zu jeder Zeit mutige Menschen gab, auch in Deutschland. Mein Großvater ist an den Folgen des Zweiten Weltkriegs gestorben. Mein Vater hat den Deutschen nie getraut. Aber ich habe gesehen, aus Krieg kann Frieden werden, aus Diktatur kann Demokratie werden, aus Teilung kann Einheit werden. Wir sind heute vereint in Europa. Und ganz persönlich, aus Kennenlernen kann Freundschaft werden. Lassen Sie uns nicht vergessen, unser menschliches Tun hat eine Welt geschaffen, die trotz aller Schwarzmalerei heute besser dasteht denn je. Seit 1945 ist die Unterernährung weltweit von 50% auf 10% gefallen. Seit 1910 ist die Lebenserwartung weltweit von 30 auf 70 Jahren gestiegen. Das Frauenwahlrecht
gilt heute in 190 Nationalstaaten, im Jahr 1900 in keinen einzigen. Die Liste menschlicher Errungenschaften ließe sich fortsetzen. Also die Vergangenheit liefert uns genug Beispiele, von denen wir heute lernen können, wenn wir nur Zuversicht und Mut bewahren. Die Zukunft, so der französische Schriftsteller Victor Hugo, hat vielen Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. Woher noch können wir Mut und Kraft schöpfen? Zugegeben, die Welt, in der wir heute leben, wandelt sich rasanter denn je. Aber wir können diesen Wandel mitgestalten und seine Chancen nutzen. Globalisierung bringt Chancen für die Teilhabe an wirtschaftlichem Wachstum. Digitalisierung bringt Chancen für die Teilhabe an Bildung. Der demografische Wandel bringt Chancen für die Teilhabe an Kultur und Zivilgesellschaft. Aber diese Trends sind auch hochkomplex und dringen tief in all unsere Lebensbereiche ein. Und diese Kombination von Undurchsichtbarkeit und Unausweichlichkeit erzeugt bei vielen Menschen eine Unsicherheit, ja eine diffuse Angst. Wer Angst hat, wählt populistisch statt pluralistisch. Wer Angst hat, handelt egoistisch statt solidarisch. Wer Angst hat, dem fehlt das Fundament für seine Menschlichkeit. Als Bertelsmann Stiftung haben wir die Menschen in Europa zu ihren Ängsten befragt. Fast die Hälfte nimmt die Globalisierung als Bedrohung wahr. Über ein Drittel ist wirtschaftlich verunsichert und leidet unter sozialen Abstiegsängsten. Bedingt wird ihre Angst nicht zuletzt durch ein mangelndes Wissen. Und hier leistet die Bertelsmann Stiftung ihren Beitrag. Wir möchten Orientierung geben. Der Politik, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, den Medien, ja jedem Einzelnen wollen wir Orientierung geben. Wir möchten Mut geben und Kraft vermitteln, indem wir die Menschen durch faktenbasierte Information urteilskräftig und handlungsmächtig machen. Wir leben in einer Welt, in der Informationen rasanter denn je zirkulieren, die Grenzen zwischen Fakten und Alternative Facts verwischen. Wir als Bertelsmann Stiftung tragen deswegen evidenzbasierte Fakten in die Öffentlichkeit. Parteipolitisch neutral, wissenschaftlich fundiert und auf Menschen bezogen. Das ist unsere Aufgabe, daran werden wir gemessen und es macht sogar Spaß. Wir sind aber nicht nur Think Tank, wir sind auch Do Tank. In unserer operativen Arbeit suchen wir nach konkreten, praktischen Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit. Von der Integration Geflüchteter bis hin zur Teilnahme junger Menschen an Wahlen. Wir sprechen Handlungsempfehlungen aus und wagen Experimente mit unseren Ideen, Konzepten und Instrumenten befähigen wir Entscheidungsträger. Wir zeigen neue Perspektive auf, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Dafür steht die Stiftung. Das ist unser Antrieb. Das wollen wir an die neue Generation weitergeben. Und die steht jetzt im Mittelpunkt. Vielen Dank. Interesse wecken. Vielfalt zulassen. Chancen für alle. Ziele erreichen. Brücken bauen.
Kommunen stärken. Gemeinsamkeiten finden. Gesellschaft einen. Umwelt schützen. Politik verstehen. Integration sichern. Kulturen zusammenbringen. Bildung verbessern. Nachhaltigkeit etablieren. Die Bertelsmann Stiftung hat in den letzten Jahrzehnten viel erreicht und neue Impulse gesetzt. Nun stehen wir vor den neuen Herausforderungen unserer Zeit. Ich wünsche mir, dass die öffentlichen Hochschulen in Deutschland für alle gleichermaßen zugänglich werden, sodass jeder die Chance bekommt, einen Platz in seinem Wunschstudiengang zu erhalten. Meine Erwartung an die Zukunft ist, dass wir, die Bewohner von Gütersloh, uns erstmal auf uns konzentrieren und auf unsere Stadt. Denn erst wenn es in den kleinen Gebieten funktioniert, dann funktioniert es auch in den großen Gebieten. Ich wünsche mir, dass die Stiftung sich mit Themen beschäftigt, die uns jungen Menschen mehr Sicherheit im Leben gibt. Mein Wunsch ist es, in einer Zukunft zu leben, in der ich mir keine Sorgen machen muss über Altersarmut oder die Umwelt. Ich finde, dass einer der wichtigsten Aufgaben für unsere Gesellschaft, die zurzeit von Spaltung und Umbruch gefährdet wird, die Wahrung der demokratischen Werte ist. Für mich und meine Generation ist Europa einfach mehr als nur ein Kontinent. Europäisch zu sein, das ist für die meisten von uns ganz normal. In 40 Jahren, da möchte ich in einer Gesellschaft ohne Angst, Hetze und falschen Nationalstolz leben. Ich denke, dass es in einer globalisierten Welt notwendig ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich mit globalen Problemen zu beschäftigen. So bin ich der Meinung, dass sich die Stiftung in Umweltfragen stärker einbringen sollte, aber auch auf einem Kontinent, der in dieser Welt oftmals in Vergessenheit gerät. Afrika. Für mich ist es wichtig, dass Menschen mit Migrationshintergrund dabei gefördert werden, sich richtig in die Gesellschaft zu integrieren. Ich wünsche mir, dass in der Stiftung Be Green integriert wird, damit auch jeder Mitarbeiter an den Umweltschutz erinnert wird. Meine Wünsche sind es, Projekte wie Be Welcome weiterhin zu fördern. Soziale Ungleichheit. In meinen Augen ist das schon heute ein großes Problem für Deutschland. Ein Problem, das leider noch wachsen wird. Ich erhoffe mir von der Bertelsmann Stiftung, dass sie immer wieder auf diese Gefahr aufmerksam machen wird und so einen Teil dazu beiträgt, dass sich unsere Gesellschaft nicht noch stärker polarisiert. Ich würde mir wünschen, wenn man die Jugendlichen in Deutschland bei den politischen Wahlen unterstützen könnte. Und ich bin stolz darauf, ein Teil von Global Player Bertelsmann zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir auch zukünftig auf die Stiftung zählen können, um ein gemeinsames Miteinander der Kulturen zu gestalten. Menschen bewegen, Zukunft 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 gestalten. Wir können uns viel vornehmen. Aber unsere Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. Lasst uns gemeinsam für mehr Freiheit, Solidarität und Menschlichkeit eintreten. Lasst uns gemeinsam mehr Teilhabe ermöglichen und gemeinsam uns Menschen bewegen und unsere Zukunft gestalten. Menschen bewegen, Zukunft gestalten. In diesem Sinne bitten wir jetzt den gesamten Vorstand der Bertelsmann Stiftung und Bundespräsident Joachim Gauck auf die Bühne. Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Daran möchte die Bertelsmann Stiftung auch in den nächsten 40 Jahren festhalten. Grundlage bleiben die visionäre Kraft und die wegweisenden Ideen Reinhard Mohns. Wir freuen uns, dass Sie heute unsere Gäste sind und laden Sie jetzt zum anschließenden Empfang in die Sky Lobby des Theaters ein. Thank you.